Hier bei The Taste on Tour verlassen wir das Studio. Wir bewegen uns durch das ganze Land, gehen zu den kulinarisch spannendsten und interessantesten Destinationen. Und dort müssen unsere Kandidaten sich den Herausforderungen stellen. Herzlich willkommen! Hallo! In jeder Folge treten im Turniermodus ehemalige Kandidaten, aber auch Gastjuroren gegeneinander an. Es geht natürlich um den Löffel und die Kandidaten haben jeweils 60 Minuten Zeit, einen perfekten Löffel abzuliefern. Ich kann es einfach nicht, ne? Leider ist meine Butter verbrannt. Und am Ende verkostet einer der vier Coaches, die ihr alle kennt, Frank, Alex, Alexander oder ich, diese Löffel und entscheiden, welcher von den beiden Löffeln in die nächste Runde kommt. Du bist so wunderbar. Das ist Berlin, hier kann alles passieren. Ja, all die Preise und Awards. Capricorn, noch ein weiterer Rekord. Summer Berlin, wie nie zuvor. Ich bin Tim Raue, Coach bei The Taste. Und ihr erlebt heute mein kulinarisches Herzens-Berlin. Berlin ist für mich in Deutschland die vibrierendste Metropole. Hier gibt es alles. Es gibt vor allen Dingen eine Diversität aus Länderküchen, aus Aromen, aus Verbindungen, eben auch aus der Freiheit, Einzigartiges zu kreieren, wie sonst nirgends in Deutschland. Wir sind hier im Wedding, ein Stadtteil, der geprägt ist von Migration, von den Aromen der Levante-Küche, also sprich dem türkisch-arabischen Raum, voller Gewürze und natürlich bekannt für gegrilltes Fleisch jeder Art. Heute treten Robin und Victoria gegeneinander an. Beide waren mal im Team Rot bei mir und beide haben nachhaltig Eindruck bei mir hinterlassen, denn sie sind einzigartige, hochindividuelle Kandidaten. Hallo, ich bin Victoria. Ich habe teilgenommen an der Staffel 10 sowie der All-Star-Staffel von The Taste. Jawohl! Yeah. Victoria ist im Finale! The Taste hat vieles in meinem Leben verändert. Ich habe den Zeitpunkt nach der Ausstrahlung von The Taste genutzt, um mein Restaurant zu eröffnen. Das hat natürlich unfassbar viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Und es bereitet uns jede Woche eine extreme Freude, auch einen Löffel für unsere Kunden zu kredenzen. Und das Thema The Taste begleitet uns einfach weiterhin. Mein Name ist Robin, ich bin 31 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Düsseldorf. Und man kennt mich aus der Jubiläumsstaffel The Taste und aus der All-Star-Staffel. Freudentränen! Robin, du bist im Finale! Ja, also es ist natürlich für mich heute hier dabei zu sein was ganz Besonderes, weil man immer nicht vergessen darf, das hat ja irgendwann mal im The Taste Studio gestartet. Völlig klein und völlig unerwartet, was da alles so draus passieren kann. Und jetzt stehe ich hier und wenn ich jetzt schon dabei bin, dann will ich das Ding natürlich auch gewinnen. Freundschaft hin oder her, heute sind wir keine Teampartner. Heute werde ich sie zerstören müssen. Also ab mit ihrem Kopf. Ich nehme mir prinzipiell immer vor, mein Bestes zu geben und viel daraus mitzunehmen und Spaß zu haben. Und natürlich auch irgendwo ihm mal zu zeigen, dass Robin eben Friseur ist. Hinter mir ist eins der legendärsten Buden, die wir überhaupt in Berlin haben, das Pamphilia. Pamphilia macht Döner. Und das Besondere ist, dass sie das zarteste, finessenreichste, aromatisch herausragendste Fleisch haben. Und Fikret ist der stolze Besitzer. Seit 90er Jahren betreibe ich den Laden. Mit traditionellen Suppen, traditionellen Eintopf, traditionell auch Grillgerichte. Türkische Küche ist alles frisch. Egal, was wir anbieten, Gemüse, Fleisch,
und auch Gewürze. Krass, das ist auf jeden Fall Straßenessen. Ja, das ist, Streetfood war wir klar. Wir gehen feiern, sind sturzbesoffen und dann brauchen wir was zu essen. Das gibt's hier. Warum muss es denn unbedingt eine Story geben? Ich habe kurz überlegt, soll ich noch mal ganz kurz abhauen? Flucht ist die einzige Chance für dich heute. Hallo. Hallo Tim, wie geht's? Schön, nicht sehen. Seht so aus, als hättet ihr Großes vor. Absolut, ja? Absolut. So, willkommen in Berlin. Berlin hat einen ganz besonderen, ganz dezidierten Geschmack. Wir gehen hier rein. Okay. Okay. Dankeschön. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen im Pamphlia. Danke sehr. Hallo. Pamphlia habe ich schon mal gehört tatsächlich. Also ich sag mal so die Gastroprofis, die Feindein-Gastronomen. Ich wusste, dass sie alle hier hinkommen. Und dann gehen wir mal zu dem Mann, der diesen Laden so einzigartig macht und dieses grandiose, wirklich Qualitätsversprechen hat, das ist Fikri. Darf ich vorstellen? Victoria? Victoria, hallo, Fikri. Und das ist Robin? Hallo Robin, Fikri. Grüß dich. Du hast den Laden seit? Mitte 90er, fast jetzt 30 Jahre. Wahnsinn. 30 Jahre diese Qualität durchzuführen, die höchste Liga, Champions League. Ich krieg Gänsehaut. Fikri ist ein Ausmaß an Bescheidenheit. Ja. Nein, aber das Schöne ist, er weiß selber, wie gut er ist, weil sie alles hier tatsächlich selber machen. Vom Brot, was jeden Tag frisch gebacken wird, jede Zutat wird im Haus verarbeitet. Richtig. Und das Herausragende ist eben der Dönerspieß. Ja, natürlich. Ich lasse euch mal zwei Döner mal vorbereiten und da könnt ihr mal probieren. Sehr gerne. Ja? Ja, das klingt gut. Jeder kennt den Geschmack von Döner, haben wir alle, glaube ich, schon mal gegessen. Aber ich habe sofort gesehen, das ist hier nicht irgendein Döner, das wird wahrscheinlich besonders heute. So, here we come, here we go. So. Ich finde die Schärfe extrem geil, ich finde aber das Brot, also ich weiß, das Fleisch soll das Highlight sein, aber das Brot ist für mich einfach gar nicht so sättigend, knusprig, leicht. Döner, absolut geil. Fikri, du kannst noch ein bisschen helfen. Was ist für dich auch in der türkischen Gewürzwelt des Döners wichtig? Normalerweise, weil wir pures Kalbfleisch benutzen, habe ich mal überlegt, dass wir in Marinierung nicht zu viel die Gewürze nehmen, damit wir unseren guten Fleisch genießen können und den richtigen Kalbfleisch, wie der Tim das erwähnt hat. Deswegen hat man auch diesen pures Fleischgeschmack. Es ist auch ein wenig Gewürz drauf, aber man soll ja den Fleischgeschmack raus genießen. Ja, türkische oder levantische Küche ist für mich immer viel Gegrilltes. Fleisch ist schon im Mittelpunkt. Kommen wir zur Aufgabenverkündung. Aufgabe ist, ihr präsentiert mir eure Interpretation eines Berliner Döners auf einem The Taste Löffel. Wir fahren dafür in eine Location, wo alles vorbereitet ist, Zutaten da sind. Ihr habt 60 Minuten Zeit. Es ist Turniermodus, das heißt, ich werde essen, was ihr in den 60 Minuten kocht, bewerten. Und einer oder eine von euch beiden wird in die nächste Runde einziehen. Das werde ich sein. Das ist die Motivation, ja! Die türkische Kulinarik, die ist natürlich super, hat eine große Aromenvielfalt. Es sind sehr viele Gewürze. Mit den Gewürzen koche ich Gott sei Dank auch zu Hause. Also mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass es nicht wieder irgendwas ist, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann. Aufgabe geil. Verstanden? Geil, mhm. Ja. Denkt daran, ich liebe Aromen. Das ist mein Zuhause, begeistert mich in meinem Zuhause. Geil. Die Aufgabe ist eine sehr große Herausforderung. Ich denke, dass jeder The Taste-Zuschauer sich jetzt denkt, ja, das ist schon irgendwie möglich, das ist auch irgendwie möglich. Bedacht immer, der Löffel ist winzig, ein Döner ist riesig. Und das Geilste beim Döner ist ja, wenn du immer in die Mitte kommst und ein bisschen was von allem hast. Und genau dieses Geschmackserlebnis müssen wir jetzt auf den Löffel bringen.
Der perfekte Berliner Döner besteht immer aus einem herausragend gebackenen Brot, was nochmal angetoastet wird, gefüllt mit frischestem, knallendem Salat, reife Tomaten, knackige Gurken und säuerlichen Rotkohl umspielt. Das Ganze verbunden und getragen von zwei Soßen. Es muss bei mir immer Knoblauchsoße und immer eine scharfe, eher rötliche Soße sein. Und das alles wird dann beladen mit reichlich, wirklich frischem, fettigen, gerade gegrillten, den Gaumen und den ganzen Körper wärmendem Fleisch. Bist du bereit? Ich bin ready. Bist du bereit, dass ich gewinne? Dann starte ich die Zeit. Jetzt mach. Ready? Hallo, es ist noch nicht so weit.